es über den Zoom oder YouTube. Ja, it is now YouTube is live, okay. Ja. Ja, jetzt. Okay, gut. Dann erst einmal begrüße ich mal unseren Gäste, Herr Hubert Körper von IGFM und Manja Ning, einem Experte in chinesischen Geschichte und auch Kultur und Politik. Er hat sehr viele Erfahrungen. Und heute haben wir auch die Erinnerungen, 25. April 1999, dieser Appell von Falun Gong-Praktizierenden in Peking. Das ist vor 22 Jahren passiert und heute haben wir diese Gäste und wir sprechen, diskutieren wir mal mit dem, auch live in verschiedenen Kanälen, auch mit den Menschen, auch weltweit. So, ich gebe mal erst einmal den Wort zum Herr Huber. Ja, schönen guten Tag. Können Sie mich gut hören, ja? Ja. Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich im Namen der internationalen Gesellschaft begrüßen. Vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Webinar. Ich finde es sehr gut und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass Sie also dieses sogenannte Chungnanghai-Ereignis zum Anlass genommen haben, um die Verfolgung von Falun Gong wieder zum Thema zu machen, weil diese Verfolgung schon lange aus den chinesischen und auch aus den westlichen Medien völlig verschwunden ist, sodass so als ob Falun Gong und die Verfolgung in der Volksrepublik China eben nicht mehr existieren würde. Aber davon später. Vielleicht stelle ich mir erst mal kurz vor, aber ich warte jetzt erst mal auf die Übersetzung. Ne? Oh, vielen Dank. Herr Körper, können Sie zuerst über Ihre Organisation mal erzählen? Okay, ja, vielleicht stelle ich erstmal kurz unsere Organisation, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, kurz vor. Nun, wir sind eine klassische Menschenrechtsorganisation, 1972 in Frankfurt am Main gegründet. Wir haben Beobachterstatus im Europarat sowie im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und wir sind weltweit mit 38 Sektionen und nationalen Gruppen mit insgesamt ja, so 30.000 Mitgliedern tätig. Die Arbeitsgrundlage der IGFM ist wie bei den meisten großen Menschenrechtsorganisationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Nun, die IGFM ist der Meinung, dass neben dem Recht auf Leben und der Sicherheit der Person vor allem die bürgerlichen Rechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubens- und Religionsfreiheit und natürlich auch Pressefreiheit zu den wichtigsten Menschenrechten gehören. Nun, was machen wir? Wir machen neben Fallarbeit, was eigentlich so das Wichtigste bei einer Menschenrechtsorganisation als Tätigkeit anfällt, also Appellbriefe, Unterschriftsaktionen, Protestbriefe, Asylbetreuung. Aber vor allen Dingen machen wir auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel Seminare, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Vorträge und Ausstellungen zu ganz bestimmten Menschenrechtsthemen. Und last but not least, die humanitäre Hilfe. Nun, darin unterscheiden wir uns im Wesentlichen auch zu anderen Organisationen. Die IGFM hat seit 1980 etwa 500 Hilfsgütertransporte in die unterschiedlichen Ländern entsendet, zum Beispiel auch in Krisengebiete wie nach Syrien und den Irak. Also soweit mal in Kürze unsere Organisation. Ja, vielen Dank, Herr Körper. Jetzt soll ich auf Chinesisch übersetzen. Körper 先生 ist 一个很大的人权组织，叫国际人权组织，国际人权支持。然后他们是1972年就建立了，就是在于这个德国的法兰克福成立的。然后有这个目前在38个国家有这个分支机构，总共有3万名成员。然后他们这个
成立的基础啊，或者这个法律根据啊，或者什么，就是这个联合国的一系列公约，从1948年开始的这个公民政治权利啊，还有其他的一些经济啊，各个方面的权利的公约，然后他们的目标就是保障这个人类的各个成员、个体成员和这个集体的生命权、安全权，然后这个公民权利，包括这个言论自由啊、集会自由啊、信仰自由啊，还有这个宗教自由啊。 还有，当然还有媒体自由，叫什么？就是媒体自由，就是然后他们开展了这个很多活动，包括这个媒体报道啊，还有一些展览啊，然后他们就也在这个联合国有这个观察席位，然后他们也在这个各个有冲突啊或者有人权灾难的地区，包括这个战争冲突地区，派遣这个报告员或者观察员。 然后他今天呢，就是说，主要是介绍这个法轮功，被今天是这个法轮功1997年的今天，在这个天安门静坐受到这个中国共产党的打压，然后我们的黑尔，我们的科帕先生就是说的，就是，一度啊，曾经有一度因为这个中国共产党的这个叫什么大外交吧，或者是什么大外宣，包括外交努力就。 以经济施压，就是法轮功成员的遭遇啊，就一度从世界媒体消失了。所以他就说是我们应该就是经常让这件事，经常提起这件事，就是让这个全世界都能够知道真正发生了什么，以及这个法轮功成员的一系列遭遇。Vielen Dank, Herr Körper, bitte weiter. Okay, ja, ich habe gehört, dass heute zahlreiche Personen aus Festland China auch zugeschaltet sind und sie möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen. Nun, worüber ich heute sprechen werde, wird möglicherweise auch bei dem einen oder anderen von Ihnen mehr oder weniger starke Irritationen hervorrufen. Darüber bin ich mir sehr wohl bewusst, aber ich kann Ihnen versichern, liebe Freunde, es geht nicht gegen Sie, auch nicht gegen das chinesische Volk, sondern es geht ausschließlich um die Menschenrechtsverbrechen der Kommunistischen Partei Chinas, die seit Machtübernahme im Jahre 1949 unzählige Verbrechen am chinesischen Volk verübt hat und das bis heute noch tut. Nun, Experten sprechen von 60 Millionen Ermordeten und Verhungerten, manche Historiker gar von 80 Millionen Opfern. Nun denken Sie an die Annexion von Tibet und Ostturkestan, also dem heutigen Xinjiang, an die Verfolgung und Ermordung unzähliger Grundbesitzer, Kampagnen wie die 100-Blumen-Bewegung, bei der mehrere hunderttausend Intellektuelle verhaftet und viele von ihnen getötet wurden. Der große Sprung nach vorne, die Kulturrevolution, das Tiananmen-Massaker, das eine aufkeimende Demokratisierung Chinas völlig zunichte macht. Denken Sie an die Verfolgung der Christen, der Oppositionellen, Bürgerrechtlern und Rechtsaktivisten, also die Rechtsanwälte in China, und an die unzähligen uigurischen Gefangenen in den Konzentrationslagern in der Provinz Xinjiang und an die Quasi-Annexion Hongkongs, die wachsende Bedrohung Taiwans und schließlich an die seit nunmehr 22 Jahren andauernde Verfolgung der ursprünglich staatlich geförderten Qigong-Schule Falun Gong. Okay. Bitte. Ja. Körper先生呢，就是说，他听这个尤纳斯介绍，就是也有很多中国的观众也在观看，他就要声明一点，就是说这个他发表的这些信息啊，或者是观点呢，不是针对现在正在观看视频的观众。 也不是针对中国人民，而是针对这个中国的残暴政权。他也提到这个，在自中国共产党在中国占窃取权利以来，迫害了几千万人死亡，可能就6000到8000万人，包括这个所谓的自然灾害，实际上是人为灾害，包括这个文化大革命的历届运动啊，还有这个后来镇压法轮功啊，对这个西藏、新疆。 的谋杀和占领和经济剥削，然后他说这个藏江地区的几百名知识分子都被抓捕，失去自由，有的就
失去了生命。然后他是提到这个历史上发生的一些事件，比方说很最影响最深远的或者最著名的就是文化大革命，实际上这个根本称不上什么革命，实际上就是一种对全国人民的迫害谋杀。然后他也压迫，然后他提到这个对地下教会基督教会的压迫，大家也知道，特别是近几年很多都被地下教会都被迫解散的，然后这个传教人包括这个积极的参与者都被抓捕判刑了，或者是没有判刑，但是黑监狱或者是这个什么叫什么监视居住，也其实是也是一种迫害，更黑暗的迫害。然后他也提到这个新疆近年来这个影响在国家影响也很大的这个集中营，把人们都关进所谓的再教育集中营，把人都关进去，然后就国家很多就组织包括国家都定义为这个种族灭绝。然后他提到这个香港，对香港的镇压，对香港的自由的破坏，然后这个对这个未来香港这个民主前景的叫什么破坏。当然就大家都知道就违反了中英联合声明，然后还有这个新的什么国安法呀，还有这次这个对这个选举制度的改革呀，都是对民主人权自由的迫害。Bitte weiter, Herr Körper. Ja, nun heute am 25. April möchten wir nun an das sogenannte Zhongnanhai-Ereignis erinnern, an einen friedlichen Appell am 25. April 1999, nun an dem sich rund 10.000 Falun Gong-Praktizierende vor dem zentralen Petitionsbüro in Peking einfanden und schweigend, ohne irgendwelche Transparente, auf den Bürgersteigen stehend oder sitzend meditieren, um gegen die ohne rechtliche Grundlage durchgeführte Verhaftung von Mitpraktizierenden in Tianjin Beschwerde einzureichen. Nun, Zhongnanhai, das wissen Sie alle, ist der Hauptsitz der chinesischen Führung in Peking. Nun, der damalige chinesische Premierminister Zhu Rongji versprach vor Ort gegenüber den Falun Gong-Praktizierenden für die Freilassung der Inhaftierten zu sorgen und das Recht auf die freie Ausübung von Falun Gong zu garantieren. Nun, niemand wusste allerdings, dass das Verbot und die Verfolgung von Falun Gong auf höchster Ebene schon beschlossene Sache war. Bitte. Ja. 然后黑尔科巴先生就说这个提到这个当年的镇压，就是1999年4月25日，就几万名天安门几万名法轮功练习者到天安门前去和平抗议或者叫请愿，就是因为这个中共对这个法轮功的这个练功团体的步伐定位。然后就朱镕基当时国务院总理朱镕基迫于这个压力，就承诺释放所有的这个被抓的法轮功练习者，然后保障他们的练习自由。实际上大家都上当受骗了，大家并不知道当时中央高层实际上都已经决定了要对法轮功进行迫害。Bitte weiter, Herr Körper. Falun Gong erfreute sich in den 90er Jahren einer riesengroßen Beliebtheit, nach Schätzungen mehr als die allein regierende kommunistische Partei Mitglieder hatte. Und unmittelbar nach dem offiziellen Verbot am 20. Juli 1999 initiierte das kommunistische Regime eine seit Maos Tod beispiellose Kampagne gegen Falun Gong-Praktizierende. Dafür wurden große Teile des Staatsapparates mobilisiert und ein Sonderbüro beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei geschaffen, das sogenannte Büro 610. Es organisierte in ganz China die Verfolgung von Falun Gong. Nun, über die staatlich kontrollierten Medien und Bildungseinrichtungen wurde Falun Gong ganz China, aber auch im Ausland, als böser Kult und verbrecherische Vereinigung sowie als Staatsfeind diskreditiert. Nun, heute wird Falun Gong in der Volksrepublik totgeschwiegen und der Begriff Falun Gong wird im Internet herausgefiltert, so als ob es Falun Gong überhaupt nicht mehr geben würde. Jedoch hat die Intensität der Gewalt gegen Falun Gong eigentlich nie nachgelassen.
Festnahmen, Inhaftierungen und Folterungen mit Todesfolge bis hin zum Organraub sind bis heute die Methoden der Repression. Nun im Schnitt werden monatlich 18 Falun Gong-Praktizierer zu Tode gefoltert. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 45 bis 50 Jahren. Allein im letzten Monat, also im Monat März, wurden 100 Falun Gong-Übende nur aufgrund ihres Glaubens zu hohen Haftstrafen verurteilt. Ja, danke. 就自此啊，就开始了对这个不公开的或者非公开的就不正式的迫害。政府虽然没有明确说要对这个法轮功进行迫害，但实际上就是自这个1999年7月20日之后啊，就进行了全国范围内有组织、有系统性的迫害，然后还在这个国务院成立了中央成立了六幺零办公室，就全国范围内迫害法轮功。 同时，这个国家的媒体，因为在中国基本上所有的媒体都是国家控制的嘛，当时现在还有自媒体，当时是没有的。然后就是包括国内的媒体，中国国家媒体不仅在国内，也在国际上就是进行宣传，说这个法轮功是一个邪教，所谓的崇拜魔鬼的教，然后在这个国内信进行信息封锁，国内的基本上看不到公开的关于法轮功的信息。 就好像这个事情从来没有在中国发生，然后就是，对法轮功的迫害就非常严重的，很多人迫害致死，然后有这个把他们的器官，特别指出的就是这个当年什么波西来在东北的时候，就是系统性的盗卖他们的器官，盗卖法轮功练习者的器官，然后就很多人就是。 被迫害致死，然后也被判了这个刑高刑期。就前不久还有这个100多名的法轮功练习者，就因为他们的这个练习法轮功而被判这个重刑。Bitte weiter. Und aber auch die Angehörigen der Falun Gong Praktizierenden unterliegen der Gewalt des kommunistischen Regimes. Die Kollateralschäden dieser Verfolgung sind enorm, sind sehr gewaltig. Kinder, deren Eltern Falun Gong üben, dürfen weder Schule noch Kindergarten besuchen. Praktizierende verlieren ihren Arbeits- oder Studienplatz. Senioren wird die Rente nicht mehr ausgezahlt. Ehepartner werden bedrängt, sich scheiden zu lassen. Und das sogenannte Büro 610, das eigens für diese Verfolgung eingerichtet worden ist und eine Art Geheimpolizei darstellt, die sich an keine Gesetze zu halten braucht. Es führt im Auftrag der Partei willkürlich Verhaftungen, Kidnapping, Terrormord und Wohnungsplünderungen durch. Verwandte und Bekannte von Praktizierenden werden eingeschüchtert und bedroht. Unzählige Kinder werden von getöteten oder inhaftierten Falun Gong Praktizierenden irren im Land herum unterernährt, wohnsitzlos und ohne Zugang zur Schulbildung. 这不仅法轮功练习者本人，他们的家属也受到这个中共政权的暴力对待，然后孩子不许上学，甚至幼儿园都不能上，很多人失去工作，然后失去这个大学学习的这个叫什么权利，然后就有些就退休的人失去了退休金，然后这个中国的所谓的这个国宝或者这个六幺零办公室的人，就是在这个处理法轮功也没有具体的法律可遵守。 完全就是听从这个党委的旨意或者政府的旨意，然后很多亲属，不仅是本人直系家庭成员，还有包括他们亲戚啊或者熟人呐、朋友啊，也都受到这个恐吓，就不准传播他们的信息或者是不准关注他们。然后有些这个父母被抓走的或者是判刑的或者是甚至是死了的孩子，就是营养不良啊，甚至就是没有学上也没有。 Und die traurige Bilanz nach 22 Jahren Verfolgung, Millionen Verhaftungen, über 80.000 dokumentierte Fälle von Folter, rund 1 Million Inhaftierungen in Arbeitslagern, Gefängnis und psychiatrischen Anstalten. Tausende sollen in der Haft getötet worden sein. Allein 4.500 Falun Gong Praktizierende sind namentlich bekannt, die unter der Folter oder deren Folgen verstorben sind. Nun, laut
dem UNO-Sonderbericht über Folter aus dem Jahre 2006 sollen in der Volksrepublik China 2/3 der staatlichen Folter- und Misshandlungsfälle Falun Gong betreffen. Nun, wie viele Falun Gong-Praktizierende zusätzlich noch wegen ihrer Organe getötet wurden und heute noch werden, bleibt ein großes Geheimnis. Nur nach Einschätzung von Experten geht die jährliche Anzahl in die Zehntausende. Nun, vielleicht können wir diesen Punkt in der nachfolgenden Diskussion noch etwas vertiefen. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Okay. Bitte. 他就说经过这么多年的迫害啊，就是有 8000 这个法轮功成员就是被迫害致死，然后就是至少有 100万 被关押被劳改，然后这个说是据这个联合国特别报告员的报告，在 2006年的报告，就是当年当时这个在中国发生的所有的这个迫害啊，这个酷刑呢。 有1/3是这个针对法轮功练习者的，至于这个有多少法轮功练习者是因为他们的器官和这个需求者相写型呢，或者什么相匹配而被谋杀取器官的，他说这个至少有1万。具体的数据啊，他可以在后面讨论环节跟大家具体交流。Bitte. Nun an uns als Menschenrechtsorganisation wird immer wieder die Frage gestellt, nun, wie kann es eigentlich sein, dass eine aus der traditionellen chinesischen Kultur heraus entstandene Praxis wie Falun Gong so vehement im eigenen Land verfolgt wird? Falun Gong ist vom Wesen her unpolitisch und äußert auch keine Gebietsansprüche. Warum also diese Verfolgung? Nun, die wohl plausibelste Erklärung ist die immens hohe Anzahl der Übenden in nur wenigen Jahren. Also 70 bis 100 Millionen Praktizierende sollen es nach offiziellen chinesischen Angaben im Jahre 1999 gewesen sein. Nun fühlte sich das kommunistische Regime etwa in seiner Macht bedroht. Nun, die Kommunistische Partei Chinas zählte damals nur etwa 60 oder 65 Millionen Mitglieder. Nun, das wäre eine mögliche Erklärung. Aber auch die Prinzipien von Falun Gong, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit oder Gutherzigkeit und Nachsicht und der tiefe Glaube an Buddhas und Gottheiten sind möglicherweise Gründe, die zum Verbot und zur Verfolgung geführt haben könnten. Zudem stehen die Prinzipien von Falun Gong im krassen Widerspruch zu den Untugenden der Kommunistischen Partei Chinas, wo, mit Verlaub gesagt, Mord, Raub, Betrug und Korruption an der Tagesordnung stehen. Nun, vielleicht ist der Grund für die Verfolgung auch eine Kombination beider Überlegungen. Nun, an der Stelle möchte ich jetzt mein Statement soweit mal beenden und ich bin gespannt auf die nachfolgende Diskussion. Danke. Danke, Herr Körper. Dann übersetze ich den letzten Teil. 就是再看一下，就是作为一个人权组织啊，就是怎么可能理解？就是说，他就说，他作为一个人权组织的一员呢，就无法理解这个法轮功是这个根据中国传统文化，应该就是中国自己社会或者，但是却在自己的国家受到迫害。 而他觉得无法理解，而且这个法轮功非政治组织，就是他没有政府管理啊，所以就是这个就更无法理解。然后他说这个一个分析的一个可能呢，就是在这个1999年呢，当时据估计有60，6000万到这个1亿法轮功成员， 所以可能中国共产党就觉得这个是一个很大对他权力的或者对他统治的一个很大的威胁，所以就要找借口取缔。然后就是他提到这个法轮功信仰就是真善忍，然后就是信神信佛，因为法轮功经常说佛神佛神佛嘛，就法轮功也信佛信神信菩萨，却导致被迫害。他就是这法轮功完全就是一个叫什么反面的例证，相对于共产党来说，法轮功追求真善忍。
追求这个信佛、信菩萨、信神，而共产党呢，就是一切就是很腐败，然后又迫害人民，很贪婪。然后我们这个科帕先生就是说这个，欢迎他的讲话就暂时到此结束，然后就欢迎大家参与讨论，下面就是讨论环节。Okay, gut, jetzt danke. Jetzt kommen wir das zweite Teil von unserem Diskussion oder in unserem Veranstaltungen. Es ist Hongkong und der neue diese von KP verabschiedeten Gesetze und die Situation bekommen wir aktuelle Informationen von Herrn Wu. Er kennt sehr vieles über Hongkong und auch vieles aktuelle Informationen. Bitte, Herr Wu, fangen Sie an. Ja, danke. Soll ich in Deutsch sprechen oder beide Deutsch und Chinesisch oder wie? Ja, es wäre gut, so machst Abwechslungen. Erstmal in Deutsch, dann Chinesisch. Okay, okay. So wir haben beide Deutsch sprechende Publikum und Chinesisch. Ja? Chinesischen, ja. Okay. So ich fange mit Deutsch an und dann übersetze ich in Chinesisch. Ja. Okay, was viel Aufmerksamkeit angezogen von Hongkong, ist eigentlich, was passiert 2019, ja, also vor zwei Jahren, nämlich die kommunistische Regime in Peking, ja, versucht, die Hongkong-Leute zu zwingen, ein neues Gesetz zu verabschieden, ja, weil es ist so, für die eine kleine historische Hintergrund, laut die Abkommen zwischen damals England und China, bevor England zurück von Hongkong ziehen, da gab es eine Vereinbarung, dass Hongkong so hochgradige Autonomie genießen und unter anderem heißt, alle Gesetze, alle gültigen Gesetze in Hongkong muss von der Hongkonger Parlament entscheiden und verabschieden werden. Ja? Und so deswegen hat China Druck auf Hongkong aufgemacht und wollte so ein neues Gesetz. Das war noch nicht das Nationalsicherheitsgesetz, das war das Auslieferungsgesetz. Das heißt, mit diesem neuen Gesetz kann China Hongkong-Regierung bitten, jeden Mensch, wenn die finden, aus sogenannten Verbrechen nach Peking schicken und das Pekinger Regime übergeben. Ja? Und dann wird dieser Mensch nach chinesischem Gericht und Gesetz oder Jurasystem behandelt. Ja? Und das führt zu einer gewaltigen Proteste. Ja, der erste Protest war 1 Million Menschen demonstriert und das war den 9. Juni und dann den 12. Juni waren noch mehr Menschen, das war dann 2 Millionen Menschen in die Straße gegangen. So, das war, was passiert, die Aufmerksamkeit die ganze Welt angezogen hat. So, was so, nicht Xiangang, das ist 2019年的时候啊，让全世界很关注，因为那个时候发生了一个所谓反送中条例的一个运动。什么叫反送中呢？就是因为中共啊向香港施加压力，要香港的那个立法院啊，像等于香港的议会吧，啊，要他们呢通过一条新的法律，这条新的法律呢。可以赋予那个中共一个新的权利，什么权利呢？就是只要中共说某某人在香港啊是违法，是曾经做过违法事，就把他送到那个北京来，然后又由北京的那个司法系统啊去管这个事情，香港的没权干涉这个事情啊。就当年香港人觉得很严重，因为中共在1997年香港所谓回归的时候啊，曾经答应过香港人，也答应过全世界，也答应过英国，在签那个协议的时候，说50年不变。什么50年不变呢？就是
以后既是港人治港人治港，那个高度自治、一国两制、五十年不变，结果呢，在这个时候签那个协议，就是规定的，所有香港的法律一定要香港的议会来通过才可以的，结果呢，他们通过不了，因为很多香港人都反对，100万人上街游行抗议。 那是六月九号，2019年6月9号，然后过了一个礼拜，再来一次，示威，那就更厉害，200万人上街游行反对那个宋仲条例，最后啊，共产党也胆寒了，所以呢就把这个事情就中断下来啊，用那个香港的所谓特首的话，就是反宋仲，那个宋仲条例。 是叫什么受众政策啊，就没了，完事了，不再说了，啊，so nach dem 2 Millionen Menschen Demonstration, da hat den Hong Konger Regierung ja mit natürlich Zustimmung von Peking die ganze Auslieferungsgesetz außer Kraft gesetzt, ja, hat einfach die ganze Verfahren unterbrochen, so. Und dann, was passiert ist, dann kommt in 2020, also letztes Jahr, kommt die Epidemie, ja, die eigentlich ursprünglich vom Wuhan angefangen und in die ganze Welt verbreitet, auch in Hongkong. Und mit dieser Epidemie, also dieser Coronavirus, nutzen dann den KP maximal aus, um alle Demonstrationsfreiheit und Protestfreiheit einzuschränken. Ja? Die nehmen das als Ausrede, kein Mensch darf nicht mehr auf die Straße gehen. So, die ganze Protestbewegung wurde dann sehr ruhig, ja? Obwohl die Hongkonger Regierung diese neue Gesetze nicht mehr weiterführen. Aber die Hongkonger Volk hat eigentlich 5 Punkte Anforderung gestellt. Und ein Punkt wurde erfüllt, das war nicht mehr diese Gesetz weiterführen. Aber die anderen 4 Punkte haben die bis heute nicht erfüllt. Einer ist zum Beispiel alle verhafteten Demonstranten freizulassen. Ja? Da haben die nicht gemacht. Und auch versprechen, dass weiterhin Hongkong wird ein Land, zwei System weiterleben und so weiter. Oh，刚才我说就是那个两百万人示威以后啊，中共就不敢了，就把它收起来了。收起来，可是后来呢，2020年不是月份开始有那个疫情嘛，啊，然后中共就利用这个疫情嘛，在香港呢，不让人家。 到街上游行了嘛，因为疫情嘛，不允许集会，是吧？啊，就一然后呢，虽然他们把那个宋仲条例停下来，可是香港人还是要求，还有其他要求，他们没有答应啊，比如说要释放所有被无理驱压的民众，超过1000多人被关起来，另外还要严。 那个严惩警察违法，啊，比如说很多那个示威的人都莫名其妙的失踪了，有些很可能是被自杀，被跳到海里面去，被从高楼掉下来，等等，啊，其实要成立一个完全是独立的调查小组的，等等等等，其实他们都还没答应，所以本来香港人呢就想技术抗议的。 就在这个时候，中共就利用疫情，啊，这个疫情呢，很可能就是他们搞的事啊，从武汉向全世界散播啊，然后利用在全世界各个地方利用这个疫情来达到他们的一些政治目的啊，其他地方今天就不说了，香港就是利用这个疫情来把那个民众不允许他们到街上去示威游行，啊，so，und dann
bis zum Ende Juni 2020 kommt dann die Kommunistische Partei mit einer neuen Idee, nämlich die haben eingesehen, es ist unmöglich, die Hongkonger Parlament nur durch Druck ausüben, dass die eine günstige Gesetz, günstig für die KP, zu stiften. So, was die machen ist, die haben dann ihre, sozusagen ihre Maske abgerissen und zeigen ihre echte Gesichter. Nämlich völlig gegen das Abkommen zwischen England und China damals, obwohl es immer gültig war, 50 Jahre ohne Veränderung, haben die so verändert. Weil in dem Abkommen hat Pekinger Regime versprochen, alle Gesetze muss von dem Hongkonger Parlament gestiftet. Und jetzt, die lassen das chinesische Parlament ein Gesetz stiften und zwingen die Hongkonger, das zu akzeptieren. Und das ist dieses berühmte nationale Sicherheitsgesetz. Und mit diesem Gesetz können die auch jeder Mensch in Hongkong oder sogar jeder Mensch, die nicht in Hongkong, aber hat mit Hongkong was zu tun, können die mit Hilfe dieser Gesetz und sagt, dieser Mensch ist eine Nationalsicherheitsrisiken. Und dann kann man diesen Mensch verhaften, egal wo in der Welt, und nach China bringen. Ja? So, und das ist natürlich eine ganz böse Gesetze. Und wegen der Epidemie könnte die Leute auch nicht demonstrieren und protestieren. So, das war also Anfang Juli, diese Geschichte, letztes Jahr. So, das ist, 我刚才说那个 200万人示威游行以后，中共就不敢再推那个送中条例了。然后呢，到了去年 6月底，他们就出了一个新的教授了。什么教授呢？这一次他们根本就把他戴上的那个面具都卸下来了，因为按照中英联合声明啊，中共是答应香港50年不变，其中包括所有的法律都要由香港议会来制定。啊，现在呢，这都不再管这个事情了，这由北京的人大。 来定一条新的法律，啊，这个新的法律呢，这叫港版国安法，啊，就说通过这条法律啊，任何一个人在香港啊，或者是不在香港，而是从香港有关的任何一个人，包括在德国啊，只要他犯了那个触动了中共的那个国家安全，啊，这他就可以用这条法律来整人。 把人抓起来，然后就把人押送到北京去，听候他们的审判。这个事情当然香港人也是更加不同意了，可是没办法，利用疫情，谁也不让上街，所以就也没有什么示威游行了。So, und dann, was passiert ist, obwohl die Hongkonger könnte nicht in die Straße gehen und protestieren, aber einige Medien, ja, hauptsächlich zwei große Medien in Hongkong, die weiterhin ganz mutig und die Wahrheit weiter erzählen und ohne Angst vor den Kommunisten. Nämlich die zwei Medien waren dem Apple Daily und der Epoch Times. Ja. Diese zwei Medien weiterhin in love, alles böse Akten von der Kommunistischen Partei und kritisiert diese neue Nationalsicherheitsgesetze. Und weil wegen Epidemie darf man nicht in der Straße protestieren, aber in den Medien protestieren war immer noch, wie Hongkong immer war, erlaubt. Ja, so weit sind die Kommunisten noch nicht gegangen. Und was passiert ist, dann haben die plötzlich der Geschäftsführer und der Gesellschafter, dieser Apple Daily, sehr bekannte Persönlichkeit, ist auch ein Milliardär in Hongkong, Jimmy Lai, verhaftet. Ja, einfach so. Mit dem Ausrede, dass er bei einer illegalen Demonstration
der Jahr vorher teilgenommen haben. Und später haben die nicht nur diese Jimmy Lai, sondern weitere 50 Abgeordnete und andere Aktivisten verhaftet. Und inzwischen, ich meine, 16 davon sind dann verurteilt für verschiedene Strafen. Alle zwischen 8 Monate bis 18 Monate. Ja? Nur wegen Teilnahme bei sogenannten Demonstrationen ohne Genehmigung. So,后来啊，发生什么呢？就是虽然那个国安法是一个恶法，可是呢，三个人是因为疫情不能去上街游行抗议，可是呢，香港因为一直有那个言论自由啊，所以呢，香港还有两个大媒体是没有被中共收买的，他们还是继续发声。这两个媒体呢，一个就是《苹果日报》啊，一个就是《大纪元时报》。这两个媒体呢，不怕共产党的邪恶还是在发生，还是给香港的民众了解真相啊，知道什么事情。他们也当然抗议这个国安恶法是吗？所以结果呢，共产党再一次撕破他的假面具啊，就把那个苹果日报的那个拥有者股东吧啊，大股东和那个总裁黎智英啊抓起来了。然后后来呢，又把50个就是在香港那个民主活跃分子吧抓起来，其中有很多是议员啊，也被他们抓起来，50多个。最后呢，有16个被判刑，判刑呢有到最轻的是好像8个月啊，最重的是18个月啊，其中包括一个82岁的香港民主党的那个创始人。李柱铭，他已经82岁的人被判12个月，So also die Verfolgung geht weiter. Im Prinzip man kann so kurz zusammengefasst, was die KPCH macht in Hongkong ist Hongkong Schritt für Schritt von einer freien Stadt, frei in Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Organisationsfreiheit und so weiter. Alle diese grundlegenden Menschenrechte Schritt für Schritt wegnehmen. Und Hongkong Schritt für Schritt wird in eine normale Stadt in der kommunistischen China umwandeln. Das heißt, irgendwann wird Hongkong ist gleich wie Shenzhen oder Shanghai. Ja? So, das ist, was passiert jetzt. Schritt für Schritt in diese Richtung. Ja? So, im Moment, dieses Ein-Land-Zwei-System ist nur Ein-Land-1,3-System. Ja? Und irgendwann wollen die machen Ein-Land-1-System. So, 总的来说啊, 我刚才讲的只是一些例子了。就是 中共现在在做什么, 撕破脸上戴着的面具啊, 然后呢, 不管, 他们, 根本都不管, 他签了什么中英联合声明啊, 然后呢, 完全不顾声明里面说了是什么, 大家说好的协议，然后呢，他们要做的就是把香港一步一步的变成像上海、深圳一样的大陆的城市，就是说共产党全权控制，因为以前不是这样的，所以呢，这是一个对自由世界的也是一个挑战，因为他当时从英国签那个中英联合声明啊，是面向全世界。 这个联合声明还放在联合国的那个档案里面，所以它是一个国际协议啊，不单单是中英两国的。可是中共就是不管了啊，他就是流氓啊，只要他觉得现在可以达到他的目的，他就不管什么协议不协议。So, kurz gesagt, wir müssen von Hongkong lernen, die Versprechen von KP China ist wertlos. Die können alles möglich versprechen. Die sind sogar sehr gut in Versprechen. Wenn die was wollen, ja, können die sehr viel versprechen. Aber die sind auch extrem gut in ihre eigenen Versprechen nicht einzuhalten.
Und das für mich, denke ich, ist die wichtigste Erfahrung, Menschen durch Hongkong lernen soll. Ja? Die Deutschen machen auch Geschäfte mit China. Jede Geschäft ist Frage von Versprechen. Ja? Solange die chinesischen Kommunisten sind die Meinung, wir brauchen eine gute Beziehung zu Deutschen, weil wir haben noch dies und das positive Vorteile, diese Vorteile von Deutschland zu kriegen, dann sind wir gut bei Einhalten unserer Versprechen. Aber ein Tag denken die, wir brauchen nicht mehr Versprechen einhalten, dann können die über Nacht alles verbrecherlich machen. Genau was sie jetzt zum Beispiel mit Tesla gemacht. Vor 3 Jahren war Tesla herzlich willkommen nach China und die kriegen alles mögliche Vorteile, sogar kostenlose Grundstück für Tesla, eine neue Fabrik zu bauen. 3 Jahre später hat den Kommunisten alle, was zu klauen ist, geklaut und alle, was zu lernen ist, gelernt. Ja? Und jetzt braucht man nicht mehr Tesla. Und jetzt zählt man plötzlich um. Ja? Vor 3 Jahren war Tesla die beste Firma der Welt. Heute ist die schlimmste der Welt. Ja? So machen die Kommunisten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist sehr, sehr wichtig. 所以我说啊，从香港大家可以学到的是什么？就是共产党的所谓承诺啊，是根本分文不值的承诺啊。他们什么都可以承诺，可是他们什么承诺也可以不履行，这就是共产党的邪恶本质啊。所以谁同共产党打交道，谁不明白这一点，谁就吃亏啊。我个人也有。 这样的经验啊，当然，当他们觉得我是，我是对他们有利，他可以从我身上得到这样那样的好处的时候啊，他就对我非常非常好。可是后来他发现从我那得不到那种好处，他想得到的，那就立即翻脸啊，就从变成他们黑名单上啊，要处理掉的人了，是吧？共产党就是这样，所以谁？ 谁去相信共产党的承诺，谁就吃亏，啊，就是这样，啊，我今天就讲到这里啊。So so viel dieses Mal und ja, gehe den Wort zurück zum unser Moderator. Danke. Vielen Dank, Herr Wu. Dank sehr sehr ausführliche Information. Die aktuelle Situation über Tesla habe ich kurz gelesen. Aber nicht genau verstanden, aber danke. Ja, Dejun, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ja. Okay, dann sollen wir mal Fragen-Antwort anfangen. Es gibt es von außen, von Net, von YouTube oder von den Telegram oder chinesischen Menschen irgendwo geschrieben, Fragen gestellt haben. Bis jetzt noch keine gestellt. Vielleicht stell denen einfach jetzt geöffnet Fragen stellen können. Einfach ein bisschen Fragen. Ja, ich habe den Link auch veröffentlicht und auch in verschiedenen Gruppen geschrieben. Ob jemand Fragen hat oder auch kommentieren möchte. Ja. Keine Rückmeldung bekommen. Ja, viele, sie sind in China, sie haben auch Angst vor der Partei, dass manchmal wagen es nicht, dass Fragen zu stellen. Ein bisschen warten. Jonas, ja. Kannst du auch etwas Fragen stellen? Ja. Ja, genau. Vielleicht wir fangen mal selber an. Meine erste Frage wäre es auch an Hubert. Wie sieht es auch die deutsche Regierung mit dem besonderen Organraubanfallungskomplexen in China? Welche Maßnahmen soll die deutsche Regierung einsetzen? Diese Verbrechen zu stoppen. Was wäre, welcher Weg wäre es der beste Weg oder der gute Weg, dass diese Sachen auch
so tun oder vielleicht nicht Deutschland, vielleicht EU weiter, einen großen Druck so aufzubauen, weil es kleine Schritte gibt, wie ich gelesen habe. Das sind diese Gesetze, wie heißt der Magnitsky-Akt, wie kurz gesagt. Aber was gibt es Neues? Was können wir noch tun? Ich vielleicht ein paar Tipps von ihm und von vielleicht auch Herr Hu, vielleicht auch der gleiche Tipp, vielleicht können wir uns auch informieren, was können wir tun, welche Möglichkeiten gibt. Danke. Habe ich jetzt richtig verstanden? Es geht um Organraub, ja? Ja, genau. Nun, aus Deutschland muss ich sagen, ist eigentlich weitgehend noch kein großer Druck aufgebaut worden bezüglich dem Organraub in China. Man spricht immer wieder davon, es gebe keine Beweise. Ja? Und das ist natürlich das Hauptargument der deutschen Bundesregierung. Wir sagen natürlich immer, es ist noch keiner zurückgekommen, der ausgeschlachtet wurde. Völlig klar. Ne? Das haben wir damals auch gegenüber der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung so wiedergegeben. Aber die Indizien sind so belastend, dass zusammengenommen kein anderer Schluss gesprochen werden kann, dass dieser Organraub in China auch tatsächlich stattfindet. Also wenn man diese ganzen Reihe der Indizien mal zusammenfügt, dann müssen wir davon ausgehen, dass zahlreiche Falun Gong Praktizierende, also Tausende jedes Jahr, aber nicht nur Falun Gong Praktizierende, sondern wohl inzwischen auch Mitglieder von christlichen Hauskirchen und vor allen Dingen auch uigurische Dissidenten, die für den Organraub missbraucht werden. Also es ist, wenn man sich so die Geschichte anguckt seit dem Jahr 2000, also wir haben ja, China hat ja relativ früh angefangen, mit Organtransplantationen zu arbeiten. Es ging ja wohl in den 80er Jahren schon los und von 1977 bis 2009 wurden ganze 130 postmortale Spender registriert, offiziell. China hat auch offen immer zugegeben, beziehungsweise erst nach dem Jahr 2005, dass sie eben die Organe von exekutierten Häftlingen verwendet. Und zwar auch bis zum Jahre 2000 eigentlich die einzige Quelle für die Organe. Aber seit dem Jahr 2000 gab es also eine große Wende in der Transplantationspraktik in China. Die Transplantationszentren sind wie Pilze aus dem Boden geschossen und gab es zum Beispiel vor dem Jahr 2000 ein bisschen mehr über 100 Transplantationszentren, die in der Lage waren, Nieren und Lebern zu transplantieren. Dann war es im Jahre 2005 schon über 700 Zentren, die in der Lage waren, Organe zu transplantieren. Und wie kann das sein? Ohne freiwillige Spender oder so gut wie keine freiwillige Spender. Wir wissen alle, die Menschen in China haben eine gewisse Aversion gegen die Organspende und das hat mit dem chinesischen Konfuzianismus etwas zu tun. Das heißt, der Chinese möchte nach seinem Ableben, also möglichst mit all seinen Organen, begraben werden. Es gibt kein funktionierendes Spendersystem und Datenbanksystem. Also da muss man sich berechtigterweise fragen, wo kommen diese Organe her? Zumal sie, also das wichtigste Indiz ist eigentlich für mich, dass die Organe in grotesk kurzer Zeit zur Verfügung stehen. Und das, jeder kann sich da zusammenreimen, dass es nicht mit normalen Dingen vonstatten gehen kann. Also da muss eine Art lebende Organbank vorhanden sein und wo man sehr, sehr schnell drauf zurückgreifen kann. Und das haben wir immer wieder versucht zu transportieren, auch gegenüber der deutschen Bundesregierung. Und wie ich schon sagte, das Argument ist halt immer wieder, es gibt keine Beweise. Anders ist es
das Europäische Parlament. Die haben ja im Jahre 2013 auch diesbezüglich eine Resolution zum Organraub verfasst, auch explizit Falun Gong als Opfergruppe, größte Opfergruppe genannt. Und aber gut, es ist halt leider Gottes damit geblieben. Die Länderparlamente waren aufgefordert, auch ihrerseits eine Resolution zu verabschieden. Und das ist also bislang in Deutschland eben noch nicht geschehen. Und wir hoffen, dass wir bleiben natürlich dran und wir werden weiter daran arbeiten, weiter die Abgeordneten und die deutsche Bundesregierung informieren und eben wir hoffen, dass alsbald eben auch im deutschen Parlament eine Resolution zum Organraub verabschiedet werden kann. Ja. Soll ich jetzt mal übersetzen? Ja, versuch's mal. Es ist ein bisschen lang, aber versuch's mal. Ja, ich habe schon notiert. Also schon notiert, sehr gut, okay. Okay, 我们尤老师就是提了一个问题，向这个 Corker 先生，还是说这个提来过问题，向这个 Corker 先生，他说这个关于这个债权的，这个最新呢，就是说在德国，议会和政府方面有没有这个相应的这个措施，制裁措施啊，或者什么，包括这个叫什么，那个马克思马克思基法案，马克思基法案，就是说这个相关的责任人官员，会制裁禁止到国外或者他们在国外的亲属啊或者财产啊，自己的亲属财产要被没收。嗯，还有就科巴先生呢，就是说是，目前呢，就是他们也多年来一直就向在这个国会进行提案。 也在施压，但是这个国会和政府啊，就经常的一个理由就是说是没有直接的证据。嗯，的确到现在的确没有直接证据，因为像这种就是国家犯罪行为，你是他就防范的很严密，你很难从内部拍到这个全程的这个录像啊，或者是什么的，类似很有力的证据。但是他说这个很多这个间接证据啊。 就是以此相关的一些信息啊，就可以让从这些信息分析的话，人们就可以得出一个结论，在中国存在大量这个来源不明的器官。嗯，直到这个2000年，时候就是所谓的自愿登记的器官捐献的就只有100例，然后到2005年的时候只有虽然上升的很快，也只有700例。 你看，就是700%的上升速度，其实数量很少。而实际上，每年中国这个国外有钱人，国内的这个移植给官员、富商的呀，就达到多少万只器官。然后就是2005年的时候，就是中国就是2005还是2009，我这写的刚才就是记得没太清楚，速记也不太清楚，就是说是。 中国就是第一次公开承认说是使用到这个死刑犯的器官，然后另外一部分就捐献器官，就死刑犯的器官也不多，也才他说这是2009年是多少130例还是多少？因为你中国他在国际上都在谴责中国就是每年执行太多死刑，就其中有一个怀疑就是为了卖器官，所以他官方也不可能公布他太说他们。 从死刑犯身上卖的太多器官，所以这就存在一个巨大的差额，就是那每年移植多少万只，而实际上所谓的自愿捐献的，然后还有这个死刑犯身上取出的器官数量就是相当很多倍，几十倍、几百倍，所以就是大家就可以得出一个结论，可以从中你这个数量你这是从哪来的呢？ 就是通过这个谋杀这个其他群体，而且很大部分因为是法轮功，因为法轮功它是国家专门中央成立的一个办公室用来打击，而且他们案件就是秘密审判的，你死了也不让你去验尸，火化了你也不知道究竟器官有没有被活摘，所以就是。 就是这个，他们组织啊，也每年就像这个，经常像这个德国国会啊，还有政府啊，都在提议。
但是目前为止就是这个方面相关的提案就前面开头就说过了就是说是没有直接证据也就没有多大的进展基本上就处于一种静止状态就是进展就处于静止的静止了所以他就希望就是将来可能会有这个更大的进步能往前更迈出更大的步子 Okay, das ist fertig. Jonas, bitte. Genau, die zweite Frage war über Magnitsky-Akt. Vielleicht Herr Wu kann auch ein bisschen darüber tief eingehen, weil auch dieser Akt wurde auch vor, ich weiß nicht genau, vor einiger Zeit wurde es auch ein paar KP-Funktionen, dieser Akt eingesetzt wurde oder benutzt wurde. Könnte uns auch ein bisschen auch ein bisschen Einblick geben, Manjan? Ja, okay. Also dieser Magnitsky Act, oder Magnitsky Gesetz, ja, ist gezielt gegen die Menschenrechtsverbrecher. Ja? Und das eigentlich fing an in Amerika. Die haben zuerst so ein Gesetz. Und neulich, glaube ich, so vor ein Jahr, hat die Europäische Union, EU, hat auch eine ähnliche Gesetz verabschiedet. Und das heißt, mit diesem Gesetz darf man gegen einen Menschenrechtsverbrecher, egal wo er sich befindet, ausführen. Ja? In Europa hat man das genutzt, zum Beispiel gegen die chinesischen Beamten, die direkt beteiligt bei den Verfolgungen gegen die Uiguren. In Amerika hat man schon mehrmals dieses Gesetz benutzt und den Strafe ist hauptsächlich sanktionieren. Ja? Und in von Amerika aus wurde schon mehrere Dutzend chinesische und Hongkonger Beamte bestraft werden. Wegen Verfolgung gegen Falun Gong, aber auch wegen ihrer Verfolgungsakte in Hongkong. Ja? Sogar der Hongkong Nummer 1, die sogenannte Hongkonger Gouverneur, kann man sagen, ja? Die Gouverneurin, die Carrie Lam, wurde auch sanktioniert. Und sanktioniert heißt in Praxis, David Carrie Lam zum Beispiel seit die Sanktion seit vor halbes Jahr, könnte sie nicht mal ihr Gehalt über den Bank übertragen zu kriegen, sondern nur durch Bargeld bezahlt werden, weil keine Bank akzeptiert die Carrie Lam, also diese Gouverneurin in Hongkong, eine Konto zu haben, weil das wird ein Verstoß gegen den Sanktion Amerika und Amerika hat das Sagen, was Finanz heißt. Ja? Wenn eine Bank gegen das machen, kann Amerika sogar eine sogenannte Sekundärstrafe machen gegen die Bank. Ja? Und das heißt, diese Bank dürfen zum Beispiel nicht mal Geschäft mit Dollar zu machen. Und wenn eine Bank keine Geschäft in amerikanische Dollar machen, dann ist er tot für diese Bank. Und deswegen die meisten Banken folgen dieser Sanktion. So, ja, so viel über. Und ich finde es gut, dass dieses Gesetz da ist, aber es ist nicht ausreichend. Sanktionieren ist natürlich ist eine gute Sache, aber das reicht nicht. Das müssen wir viel mehr überlegen, wie man das Verbrechen von den KP Chinas zu stoppen. Danke. Okay, vielleicht sage ich auch kurz in Chinesisch. Ja? Das ist der Magnitsky.法律啊，本来是从美国开始的，用来专门对付人权恶棍，然后呢，最近呢，欧盟也参与了这个，基本上同样的类似的法律也有了，用这个法律，可以就是惩罚全世界任何一个人在人权方面犯了严重的罪吧，然后美国用的最多，美国已经有很多啊，就是
除了当然也有其他国家，因为我现在是讲中国，已经好几次利用这条法律来那个制裁不同的中共的官员，包括由于他们集结参与了那个迫害法轮功，集结参与了那个迫害维吾尔人等等各种各样的迫害人权迫害，都被惩罚，惩罚通常就是制裁。 制裁就是不允许，进美国，不允许，就是在他们所有的财产在美国上全部要冻结。另外呢，所有银行，只要他做生意的时候需要美元来周转的哈，这些银行啊等等都不能接受，不能给这些人提供服务啊。 所以我刚才在德语的时候就说了，香港那个特首，林郑月娥，他现在每个月的工资都是用现金来付，因为他连银行户口都没有，他的银行被封了，因为这个银行要是不封他的银行户口呢，被美国发现，那这个银行也会得到美国的制裁，要是美国制裁他，那后果是非常严重，不让这个银行有权用美元来。 来做交易，那这个银行就等于要完蛋啊！所以这个法律是还是有一定的震慑作用啊。不过呢，制裁还不够啊，我觉得制裁是没错，可是呢，制裁只是第一步，更重要的是还要考虑到怎么样把中共这个流氓集团、这个跨国犯罪集团怎么样把它。 就是不让他继续犯罪，犯一种全人类的罪，就是对，就是可以说是反人类罪啊。这因为这不是一个单单是中国人的问题，这全世界的问题。好，就这么多吧。Jonas? Yeah. Okay. Good. Wirklich einen Der Blick, was du mal geöffnet hast, das auch noch überlegen, Magnitsky-Akt zu anwenden, ist gut, aber muss man noch klar und deutlich werden, vielleicht noch Methoden einsetzen. Weil unser Verein auch hat es wirklich klaren Ansatz, was wir Aufklärungen Punkt zu Punkt aus Sachen, was die KP-Chinas Verbrechen tut, wir verfolgen und auch informieren der Menschen und auch wir sind dabei. Wir sind eine ganz, ganz kleine Gruppe, aber klein heißt nicht effektiv. Zumindest wir sind mutig und trauen wir auch so etwas zum, ja, zum Sprechen. Dejun, hast du noch was von netten Fragen oder Anmerkungen oder Meinungen? Leider noch keine. Keine, kein Problem. Solange die uns hören, und vielleicht Fragen können sie auch später bekommen, können auch die Experten einreichen. Der Fragen, das ist auch später geantwortet wird. Wir sind klar, wir wollen wirklich den Sachen, was passiert, offen sprechen. Das ist vor 22 Jahren passiert an Falun Gong-Praktizierenden. Und das ist wirklich, diese Menschen wurden ihre Rechte genommen. Und wirklich, Falun Gong ist ein friedlicher Weg. Wir kennen auch viele, diesen Weg lernen. Und außerhalb China ist sehr früh. Überall es gibt es Falun Gong-Praktizierenden und die KP macht es denn allen diese Probleme oder diese Verfolgungen. Okay, hast du Dejun, hast du auch persönlich eine Frage an beide Experten? Du hast schon wichtige Fragen schon gestellt. Es fällt mir nicht ein. Okay, oder sehr aktuelle Informationen von beiden Experten, vielleicht was Wichtiges, was wir vielleicht erfahren sollen von beiden, vielleicht gibt es Themen. Ja, vielleicht kann ich nur ein paar Worte als Schlusswort machen. Ja? Okay. Also ich denke, die Menschen müssen verstehen, warum die ganze 72 Jahre Geschichte der Volksrepublik China ist eine Geschichte von Verfolgung. Ganze Zeit, nicht aufgehört. Ja?
von 1949 bis heute. Die einzige Veränderung ist, die Zielgruppe sind andere. Ja? Am Anfang war die Großgrundbesitzer, die Kapitalisten und dann die Intellektuelle und heute ist dann Falun Gong und Uiguren und so weiter. Also nur die verfolgte Gruppen ändern sich. Ja? Aber Verfolgung war immer da. Dann ist die Frage, warum machen die das? Und ich bin der Meinung, ja, der Kommunistische Partei China, wie alle anderen Kommunisten, die sind aggressiv und ehrgeizig für ihre Macht ausüben. Es ist nicht ausreichend für dieses Regime, Macht über China zu haben. Die wollen Macht über die ganze Welt haben. Und in diesem Streben, jeder Mensch, jede Organisation, jede Gruppierung, die nach der Meinung der Partei auf dem Weg stehen, wird beseitigt in Form von Verfolgung, aber auch reiner Töten. Ja, wir dürfen nicht vergessen, in 70 Jahren ohne Krieg hat die Kommunistische Partei 80 Millionen Menschen in China zum Tode geschickt. Und die wollen, wie gesagt, die ganze Welt kontrollieren. Ja? Und die Weltherrschaft. Und das heißt, wie in Deutschland, wir müssen auch aufpassen. Ja? Wenn ihre Macht immer größer wird, irgendwann machen die auch Anspruch über die Deutschen. Das ist sicher so. Wenn ich heute sage, vielleicht denken manche nicht so realistisch, aber viele Sachen habe ich vor 20 Jahren gesagt, damals war noch mehr unrealistisch, aber inzwischen ist leider Wirklichkeit. So, das müssen wir aufpassen. Okay, in Chinesisch. Also, 我觉得我们要思考一下，为什么中共从成立那个所谓中华人民共和国以来，一直在迫害各种各样的团体，是吧？从开始的时候，打地主啊，什么什么啊，迫害那些有钱人，到现在迫害法轮功，迫害维吾尔啊，西藏，其实他们。 被迫害的人稍微改了一下，不是同一个团体被迫害，是吧？可是他们的迫害政策从来没有变过。为什么他要这样做？因为他是容不得任何人、任何团体啊挡着他的去路。那什么去路呢？成为世界霸主的去路。 这是因为他内心的内疚，内心的非常，深刻的一种自卑与恐惧，啊，自卑与恐惧的人，他以为我越多权力我就越安全了，共产党也是这样，啊，他以为越多权力就越安全了，其实不是的啊，他相信这个，所以呢，一切他因为挡着他的去路都要去掉。 所有信仰团体、所有宗教，他们杜绝的是挡着他们去路的人；所有要民主、要自由、反对独裁的，也是被认为挡着他们去路的人。所以他要赶尽杀绝，一定要认识到这一点啊！你谁不认识到那个共产党的那种我说了跨国犯罪集团的那个本质，那你永远找不到一条正确的如何对付共产党的路。 Jonas, ich habe zwei Fragen an Herrn Körper. Das eine ist, das habe ich schon, als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich schon gestellt, warum das in Deutschland sehr zu wenig über die Menschenrechtsverletzungen in China berichtet. Und eine zweite Frage ist, das ist auch relevant zu dieser Frage. Und wie können wir das von uns selbst tun, dass mehr Aufmerksamkeit durch Medien oder auch durch Internet über die Menschenrechtsverletzungen in China zu machen? Danke. Ja, vielen Dank. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da hätte ich jetzt auch gerne noch an Herrn Bu angeknüpft, weil es durchaus im Zusammenhang steht. Das Regime der Volksrepublik China ist ja international auf dem Vormarsch, ne? Also im wirtschaftlichen Bereich. Und diese weltweite wirtschaftliche Abhängigkeit, also nicht nur in Deutschland, sondern die gesamte westliche Welt
die freie Welt ist von China inzwischen wirtschaftlich abhängig geworden. Und diese wirtschaftliche Abhängigkeit ist inzwischen zu einer politischen Abhängigkeit geworden. Und das sehe ich als sehr, sehr großes Problem an. Und deswegen wird aus Deutschland nicht so viel über China oder negativ über die über die Menschenrechtsverletzungen in China berichtet. Und das sehe ich so als das Hauptproblem an. Die Medien hier in Deutschland, ja, tut mir leid, aber die meisten sind wirklich alle gleichgeschaltet und sie sind eigentlich das Sprachrohr unserer Regierung geworden inzwischen, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Ne? Und das ist das Hauptproblem eigentlich und einfach das Thema Menschenrechte zu wenig in den Vordergrund geschoben wird und da eben auch nicht drüber berichtet wird. Es ist natürlich sehr schwer, jetzt hier zu sagen, was können wir machen, das zum Erfolg führt. Wir müssen halt immer wieder gegenüber der Parlamentarier Gespräche führen mit dem Menschenrechtsausschuss, da sind wir immer dabei. Gegenüber der Bundesregierung muss also immer wieder klargestellt werden, was im Moment in China passiert. Ich gehe mal davon aus, dass sowohl die Bundestagsabgeordnete, auch die Bundesregierung weiß, was in China passiert. Vielleicht nicht im Detail, aber im Groben schon. Aber wie ich schon sagte, die wirtschaftliche Abhängigkeit steht im Vordergrund und daraus ist eben auch eine politische Abhängigkeit geworden. Und deswegen gibt es sehr, sehr wenig Negativberichte über China in unseren Medien. Das ist so für mich das Ausschlaggebende eigentlich. Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Körper. Reicht es oder haben Sie möchten Sie noch eine weitere Frage stellen in diesem Zusammenhang? Das reicht. Vielen Dank. Bitte. Genau. Ja, das sind auch der KP und der Xi Jinping, kann ich nicht Präsident sagen, weil er ist nicht gewählt. Der KP-Chef sagt, Markt zum Ausbau seit Mao-Zeit und diese Situation ist gefährlich der Welt und auch sieht man schon überall Einmischungen und überall den Marktausbau. Ich glaube, der Menschheit muss darüber geklärt sein und wach werden, dass wir brauchen nicht ein Regime weltweit eine Kontrolle ausübt und Menschen irreführt. Darf ich dazu noch einen ganz kurzen Punkt sagen? Und zwar, es betrifft natürlich auch dich, Jonas, der Kontinent Afrika, ne, nur als Beispiel zu nehmen. Ne? Die Chinesen haben sich inzwischen halb Afrika unter den Nagel gerissen und keiner hat es so richtig gemerkt. Ne? Es ging eigentlich los, als der Krieg im Irak stattfand. Die Amerikaner haben überhaupt kein Geld gehabt, diesen Krieg zu finanzieren. Die Chinesen haben sämtliche amerikanische Staatsanleihen aufgekauft und somit den Amerikanern Dollars gegeben. Und für mich war das auch so ein gewisses Ablenkungsmanöver. In der ganzen Zeit zwischendrin hat sich China halb Afrika unter den Nagel gerissen. Und wir haben einfach auf den Irak geschaut, ja, natürlich mit Recht, ja, aber wir haben nicht gemerkt, was im Moment in Afrika passiert. Ich glaube, du kannst vielleicht auch mehr dazu sagen. Stimmt. Gerade Afrika ist abhängig, sehr großes Geld fließt von KP direkt nach Afrika, besonders auch das One Road, diese Initiative seit vielen Ländern One Belt, One Road. Ja, ja, danke. One Belt, One Road. Es ist eine der größten Einflussnahme oder Rohstoffe. Ich glaube, dieses Thema geht endlich weiter. Aber ich habe eine Sache, was der KP nicht kennt über Afrika.
Afrikaner sind sehr viele Gläubige. Sie haben einen Glauben. Sie halten sich vielleicht nicht so sehr anders. Ich war viele Jahre in Afrika, wenn ich zurück, lange Jahre gelebt nochmal da und habe schon gesehen, was die Spannung zwischen Afrikanern und solche Unternehmen aus China oder von KP gelenkte Unternehmen kommen. Ich glaube, diese Sache Afrikaner sind klar geworden, glaube ich, viele. Ich hatte auch Gelegenheiten, ein paar Verantwortlichen, Ministerpositionen habe ich denen persönlich angesprochen. Wie sehen Sie es? Es ist kompliziert zu lösen, aber ich glaube, die KP hat einen Ziel, diesen Kontinent einfach nochmal zu kolonialisieren. Ich denke, bald muss man diese Frage Antwort bekommen. Ich kenne Beispiel in südlichen Afrika, in Sambia, auch Leute über diese Epidemie oder der KP-Virus, was wir genau sagen. Das ist auch Maskenpolitik, wie die heißt und sowas. Und ich denke, ich habe ein Gefühl, die Afrikaner werden sich langsam aufwachen, so ungefähr. Und die werden auch, bin ich sicher, gegen die KP stehen und sagen, nein, wir wollen nicht. Augenheuer Geschäfte, auch keine Kontrolle oder keine Manipulierungen von KP. KP baut zum Beispiel in meinem Geburtsort in Addis Ababa, der Africa Union, die Gebäude, ein sehr riesiges Gebäude, aber es wurde Spionagegeräte angebaut. Es gibt viele Sachen, was zu tun hat. Und ich höre mal hier auf, weil ich, wenn ich weitergehe, es wird viel groß und so. Okay. Ja. Okay, dann ich will schließen unser heutiger Tag. Vielen Dank und diese Erinnerung vom 20. April 1999, dieser Appell von Forum von Praxis und Friedlich und 22 Jahre lang geworden. Ich hoffe, ich glaube auch, dass es eine, der KP löst sich auch, weil die Chinesen nicht wollen. Ich bin der Meinung, dass. Seid ihr auch? Ja, ja. Ich stimme zu. Ja. Ja. Ihre Tage sind gezählt. Auch in Afrika. Auch, danke. Ja, ja, das ist doch so. Jedes totalitäre Regime fällt irgendwann mal zusammen. Ja, ob das die alten Römer waren oder das Reich des Nationalsozialismus, irgendwann ist Feierabend. Und ich denke auch, dass die Tage der Kommunistischen Partei Chinas gezählt sind. Ja, auch wie der Sowjetunion, der DDR. Ja, genau. Okay. Okay, jetzt wir schließen. Ich sage mal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, danke, schön. Danke für die Organisation und alles. Ja. Okay. Ja. Bleib gesund und fröhlich. Okay, danke.